So. Ich würde sagen, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt ab nach Dünenheim. Wer hat mich denn hier schon gesehen? Ach, da oben, der Typ. Okay. Geht doch. Oh. Das war leicht knapp. Aber so wirklich ganz leicht knapp. Assassinenzeug. So, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus, geradeaus geht nicht. Da weiter geht auch nicht. Wir hätten etwas früher hier irgendwo abbiegen können. Hier. Genau hier müssen wir hin. Genau. Komm, ab durch die Wüste. Das ist auch so wundervoll und so wunderschön spannend, muss ich sagen. Hochqualitativer Content. Naja. Aber bevor wir hier jetzt nochmal abkacken, einmal kurz speichern. So, ja. Das war mein USB-Kabel von meinem Mikrofon. Ja. Passiert mal, wenn man sich nicht richtig hinsetzt. Und sich dann mit dem Fuß im Kabel verändert. Ups. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu laut gewesen. So. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie darüber kommen. Oh, was ist denn hier Schickes? Staub. Iferschein. Eine Tonne Schwarzpulver. 2 Tonnen Schwarzpulver. Okay. Nicht gerade wenig, wie mir scheint. So.
So, komm, weiter geht's. Hopp, hopp. Ich muss nach Ark. Ich möchte heute noch. Vielleicht nicht mehr in dieser Session. Aber ich möchte auf jeden Fall heute noch das dicke Ding da zum Laufen bekommen. Ich hoffe mal, dass das klappt. Aufpasser. Ja, wir müssen hier rum. Zum Geradenturm. Oder? Ich meine schon. Genau, und hier jetzt weiter. Hier den Weg weiter. Ja? Komm schon. Haben wir doch den Miradenturm. Lauf! Wo ist denn hier der Miradenwärter? Ach, da ist er. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Einmal zurück nach Ark, bitte. Ich hab da noch was zu erledigen. Zack. So, da ist der Miradenturm. Und hier unten ist der Wegweiser. Und ab zum Sonnentempel. Ne? Zu unserem Kinder. Ja, seid ihr fündig geworden? Nun, das Wissen, wie ein Kind, das mit der Aufgabe betraut wurde, die Technik hinter einer Sternlingskanone zu verstehen. Hab ich? Ich dachte eigentlich, den hätte ich mir abgewöhnt. Aber ja. Gute Frage. Wisst ihr? Nein, wirklich nicht. Ja. Ach Mann, das habe ich doch schon gehört. Überhaupt? Naja, meine Mutter so... Creo war sein Name. Das fragt ihr. Bis ich 9 war, mussten wir die... Niemand, nein. Creo hat ein groß... Ich hatte... Das habe ich immer... Naja, auf jeden Fall hatte ich... Tja. Ja. Seltsam, euch das so zu erzählen. Nein, aber ich habe vor... Aber wenn all... Beim rechten Weg, jetzt habe ich euch aber zugeschwafelt. Ich denke mir, schön. Das ist wirklich schrecklich. Ich wusste von Dalgais, aber seinen Sohn einfach auszusetzen, nur weil... Puh, das werde ich nie verstehen. Aber diese Tragödie zeigt uns, dass wir recht mit unserer Theorie bezüglich der Steine hatten. Um das Dorf zu vernichten. Warum auch immer. Das ist perfide. Wirklich perfide. Zumindest haben wir jetzt alle Steine. Vollenden wir das Mosaik. Ja, komm.
beim linken Weg, was für eine Kraft. Wenn wir das wirklich bündeln und als Gegenpol auf die Hohen lenken können. Es könnte funktionieren. Es könnte wirklich funktionieren. Jetzt bleib... Moment, was ist das? Etwas ist anders. Das Meer der Eventualitäten. Ich kann es nicht mehr sehen. Ihr könnt keine Magie mehr wählen? Nein, glaube ich nicht. Es ist wie ein Schleier. Das ist nicht gut, wirklich nicht. Scharim. Er versucht gerade, die Barrieren zu errichten. Sie riegeln die Zugänge der Stadt magisch ab, als Schutz gegen die Merimesen. Die Nordwindsteinmauern sind zwar fast undurchdringbar, aber die Tore nicht. Scharims entropische Barrieren sollen das verhindern. Geht zu ihm und findet heraus, was es mit dieser Magieblockade auf sich hat. Ich sichere das Leuchtfeuer, so gut es geht. Schnell! Okay. Gut. Ab zu dieser... Wenn ich es doch sage, es funktioniert nicht. Ich kann nicht sehen. Na? Warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Gut beobachtet. Wir müssen... Kasernenviertel. Komm schon, ich möchte wissen, was da jetzt los ist. Maidan Delina. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Wow. Irgendwas stimmt nicht. Nein. Ich sollte ihn ich muss zu den Stadttoren. Wir können zu diesem Zeitpunkt nicht schnell reisen. Okay. Okay. Das klingt ja nicht besonders schön. Madame de Luna. Ah ja, stimmt. Madame de Lura und das... Bitte geht weiter. Bitte geht weiter. Madame de Luna und das Imperium der zarten Düfte. Stimmt. Aha. Ab zum Adelsviertel. Es ist keine Schnellreise mehr möglich. Mesdames? Was ist
denn jetzt eigentlich so los?